Hallo, grüß euch. Heute gibt es von mir ein Ausdauervideo für den ganzen Körper, vor allem für den Oberkörper. Genau, wir wollen immer eine Ausdauerübung machen und eine Übung, die was eher mehr kräftigend ist. Ja, ich würde sagen, wir werden uns ganz kurz aufwärmen. Ihr könnt euch ja vielleicht im Vorfeld schon ein bisschen mehr aufwärmen, das ist immer nicht schlecht. Es ist einfach wichtig, einfach die Muskulatur gut aufzuwärmen. Gerade weil wir jetzt wirklich eigentlich vermehrt im Stütz sind. Ja, und da brauchen wir wirklich viel Kraft, gerade in den Schultern. Aber ich würde sagen, wir starten einfach los und dann einmal unsere Schulter kreisen. Wir mobilisieren einmal unseren Schultergürtel. Genau, schönes Armkreisen. Super, ich hoffe, euch geht es alle gut. Seid ihr alle gesund? Jetzt bitte viel an die frische Luft. Das ist ganz wichtig. Genau, auch wenn es nebelig oder nicht so toll ist vom Wetter. Egal. Geht's in den Wald. Der Wald ist immer schön. Gibt viel Energie. So, ein bisschen Tempo. Genau. Achtung, öffnen, schließe deine Arme. Zur Seite kommen, streckt die Arme nach oben, einmal rechts, einmal links. Sehr gut, jetzt drehen wir deine Arme im Kreis rundherum. Super, vielleicht einmal nach hinten rotieren. Sehr gut, gib sie mit dem Tap zur Seite. Kurz die Beine mal aufrecken, mal Leg Curl. Kurz die Ferse zum Po ziehen. Genau. Schön nach oben ziehen zum Po. Jawohl, ganz easy. Sehr gut. Machen wir vielleicht noch eine Übung. Du nimmst deinen Arm, ich habe jetzt den rechten Arm und jetzt kann deine Seiten verkehren und das linke Bein. Kommt zusammen und dann den linken Arm und das rechte Bein. Mach das ein paar Mal im Wechsel. Genau. Super. Sehr gut. Dann mobilisieren wir noch ein bisschen die Hüfte. Nimm dein Bein, kreise den Fuß. Ganz locker. Genau. Seite wechseln. Hüftmobilisation. Sehr gut. Vielleicht einmal nach vorne kreisen. Genau. Super. Kurze Balanceübung. Sehr gut. Spitze. Sonnela. Song. Schaut euch gut das warm seid. Dann starten wir los. Ich habe wieder meinen Timer mit. 45 Sekunden aktiv, 15 Sekunden eher mehr zum Übungswechsel, kurz durchschnaufen. Die erste Übung beginnen wir gleich in der Stützposition. Ja, wir kommen tief. Die Arme gut in den Boden verankern, drück dich aktiv, ganz wichtig, aus den Schultern raus. Zieh deine Beine nach hinten, du hast jetzt deine Stützposition und die erste Übung ist gleich einfach nur Mountain Climber Running, egal wie du es nennen möchtest. Sehr aktiv, du kannst einmal langsam starten. Genau. Wichtig ist, du bist nicht oben im V, du bist schön gerade. Hältst die Spannung im Bauch und ziehst einfach das Knie noch vor. Ja? Natürlich kannst du auch die Übung schneller im Tempo machen oder langsamer, so wie es gut und angenehm für dich ist.
Wichtig ist, schön weitermachen, wichtig ist die Stabilität im Bauch. Zieh den Bauchnabel nach innen, drück dich aktiv aus den Schultern raus. Genau. Und schon fertig. Übung Nummer 2. Du setzt jetzt einfach deine Knie ab im Vierfüßler. Deine Knie kommen kurz ein paar Zentimeter über den Boden. Genau. Achtung, zieh rechts deine Hand vor, links deine Hand vor. Du kommst zurück in den Stütz, kommst einen Push-Up tief. Kommst wieder in den Vierfüßler, ziehst wieder rechts die Hand vor, links die Hand vor. Tap zurück, Push-Up tief. Du kannst auch dein Bein absetzen, die Knie absetzen und hier weitermachen. Auch im Push-Up, du gehst einfach ein Stück zurück, knietief, ja. Das ist unterschiedliche Level, unterschiedliche Teilnehmer, so dass es wirklich passt für dich. Sehr gut, genau. Ihr macht immer schön die Übung, weil ich erkläre einfach nur, welche Level das gibt. Weil viele sagen dann, ah, das kann ich nicht, das ist mir zu stark. Kann ich nicht, gibt's nicht, ja, jede Übung kann man. Nur, sie ist halt einfach nur ein bisschen anders zu machen. Und man kann ja aus den Übungen lernen. So wird man immer besser. Und dann schon wieder beim Running. Mountain Climber. Knie vorziehen. Drück dich aus den Schultern raus. Aktiv Bauchspannung. Jawohl. Spitze. 5, 4, 3, 2, 1. Absetzen. Sehr gut. Kurz die Hände ausschütteln. Super, wir sind schon Runde 2. Genau, wir machen 3 Runden. Das ist immer gut, 3 Runden ist super. Handgelenk über Schultergelenk, Vierfüßler. Achtung, bleib stabil in der Hüfte, wackelt nicht herum. Jawohl. Schön die Arme vorziehen, Bein zurück. Schöner Push-Up tief und wieder Vierfüßler, oder? Knie ablegen, Arme vor, Knie zurück, genau, komm in dein Level, aber arbeite mit dir, ganz wichtig, gib niemals auf, du wirst immer besser, von Mal zu Mal wirst du besser, Spitze, gut atmen, letzte Runde. Kommen wir in den Schütz. Yes, laufen. Come on, let's go. Es sind nur 45 Sekunden. Jawohl. Super. Drück dich aus den Schultern raus. Geht doch, hopp, hopp. Aktives Laufen. Gib mal Gas, 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 Gas. Jawohl. Geht schon, come on. Oh yes. Du hast nur 15 Sekunden. Ja, super. Du schaffst es. 4, 3, 2, 1. Ja, zieh dich mal ganz kurz zurück. Ah, deine Finger kurz bewegen. Spitze. Komm wieder nach vor. Vierfüßler, Hand vor, Push-Up. Und Spannung im Bauch. Los geht's. Schön aktiv, deine Hände noch vorziehen. Jawohl. Vierfüßler. Hände vorziehen. Beine zurück und Push-Up. Auch hier. Du machst dein Level. Du machst deine Schnelligkeit. Jawohl. Du hast nur 10 Sekunden.
Du schaffst es, du hältst durch. Sehr gut. Und stopp. Super. Kurz ausschütteln. Jawohl. Viel Zeit haben wir nicht. Runde 2, Übung 1. Du kommst wieder in die Stützposition. Öffnen, schließen. Öffnen, schließen. Sehr gut, schön öffnen, schließen. Jawohl, schaffst du es. Weitermachen, weitermachen. Ich möchte es nur erklären. Auch hier gibt es wieder die Variante. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Ja, du steigst einfach das Ganze. Wichtig ist, stabilisiere dich aus den Schultern raus. Zieh deine Ohren weg von den Schultern. Spann den Bauch an. Öffnen, schließen. Noch 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Yes. Muss ich kurz schauen. Ah, tolle Übung. Wie gesagt, viel im Stütz. Ja, einige werden mich jetzt dafür hassen, egal. Achtung! Du kommst wieder in deine Stützposition. Rechter Tap auf linke Schulter. Linker Tap auf rechter Schulter. Und immer das Bein zur Seite. Ja, super. Du tappst auf die Schulter, wo du dein Bein zur Seite gibst. Genau. Und kurz absetzen, setz dich zurück. Schütte mal kräftig deine Arme aus. Jawohl. Aktiv, Runde 2. Und go. Öffnen, schließen. Schöne Bauchspannung. Zeig dich kurz von der Seite. Jawohl. Öffnen, schließen. Öffnen, schließen. Öffnen, schließen. Schöne Jumping. Jawohl. Jumping Jacks im Stütz. Und leise. Leise. Schön aktiv, gell schon. Come on, yeah. Auch ich schwitze schon. Super. Mega anstrengend, egal. Wir sind schon Runde 2. 4, 3, 2, 1. Oh yeah. Gut atmen. Scharf deine Atmung. Schultertap mit Beinöffnung. In 5, 4, 3, 2, 1, come on, zack, 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 genau. Du kannst das Ganze natürlich im Tempo auch machen, aber es ist wichtig, dass du stabil bleibst, ja. Und die Qualität ist wichtig. Mega, mega. Du schaffst es, du warst es. Ziehen wir zusammen. Yes. Super. Kurz ausschütteln. Eine Runde haben wir noch. Oh ja. Die Handgelenke drehen, positionieren. Und los geht's. Oh ja. Schön öffnen, schließen. Öffnen, schließen. Öffnen, schließen. Spannung im Bauch. Wenn es nicht mehr geht, halt kurz. Entweder in der Mitte oder außen. Und steig einfach wieder ein. Super. Ja, für mich ist es genauso anstrengend.
kommen gleich nach oben. Aber trotzdem wieder in den Stütz zurück. Natürlich. Wie sollte es anders sein? Wenn ihr aktiv mit den Armen beschäftigt. Sehr gut. Tap. Tap. Jawohl. Spann den Bauch an. Zieh den Bauchnabel nach hinten. Jawohl. Fünf. 4, 3, 2, 1, geschafft. Oh yeah. Nächste Übung. Tolle Übung. Steh auf. Ein Jumpsprung. Komm mal zurück. Ein Push-up. Entweder du springst wieder vor. Jump. Und springst zurück. Push-up. Vor. Jump. Oder du steigst. Push-up. Und steigst nach vor. Aus. Von unten aus. Jumpen. Ja? Kommst wieder tief. Du steigst wieder zurück. Du kannst auch den Push-up, wenn es nötig ist, machen auf den Knien. Probier es mal anders. Probier es mal wirklich den normalen Push-up. Jawohl. Sehr gut. Mal kurz schauen. Oh ja. Du gehst am Ende von deiner Matte. Die meisten befürchten es kommen. Öffnest die Beine. Kommst im Squat tief. Krabbelst vor. Öffnest deine Beine und Arme. Breiter Push-up und du krabbelst wieder zurück, bleibst aber tief und setz dich dann erst hoch. Komm, setz dich tief, krabbel nach vor, du hast jetzt eine breite Liegestütz, kommst tief, krabbelst zurück, bleibst aber tief und kommst dann erst hoch. Kommst wieder tief, schön nach vor. Zack. Und hoch. Jawohl. Bisschen was für die Beine natürlich. Sehr gut. Jump und Liegestütz. Push up. Und go. Bam. Jawohl. Spann den Bauch an. Arbeite aktiv mit dir. Gotcha. Spitze. Auch hier wieder, jeder in seinem Level. Springe oder steige, so wie es für dich am besten ist. Ja. Bam. 4, 3, 2, 1. Super. Kurz atmen. Jawohl. Mattenende. Krabbeln. 2, 1. Tief. Hopp, 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 hopp. Breiter Push-up. Jawohl. Bleib tief, 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 tief. Und komm hoch. Spitzenmäßig. Spannung, Spannung, Spannung. Sehr gut, eine geht noch. Aber uns gibt es eine geht noch. Jawohl, mach fertig, mach fertig. Yes. Super. Ich glaube, eine Runde haben wir noch natürlich.
Schön aktiv. Bäm. Tief. Zack. Push-up. Zack. Jawohl. Mega. Steige oder springe. Komm tief. Mit der Nase zum Boden. Aktiver Chanten nach oben. Setz dich zurück. Komm tief. Drück dich hoch. Und stopp. Jawohl. Öffne gleich deine Beine, kurz die Arme ausschütteln. Zu mehr Fallen hängen. Fokussiere dich. 3, 2, geh tief. 1. Und krabbeln. Offene Arme. Breite Liegestütz. Spannung im Bauch. Bleib tief, bleib tief. Und langsam setzt du die Stirnrest nach oben. Auf. Jawohl. Und hoch. Und wieder tief. Krabbel, krabbel, krabbel. Die Kinder werden das lieben, wenn du kleine Kinder zu Hause hast und du mit ihnen am Boden umeinander krabbelst. Die werden immer wollen, dass du turnst. Yeah! Mach die Übung fertig. Super! Jawohl, intensiver ist Oberkörpertraining. Ah, genau meins. Ja. So. Bewegt euch noch. Genau. Jetzt einmal kurz die Schultern rückwärts kreisen. Locker lassen. Ganz locker lassen. Perfekt, eine Zeit. Du kannst natürlich die ganzen Übungen wiederholen. Du kannst eine ganze Stunde draus machen. Genau. Achtung, du bleibst jetzt einmal kurz stehen. Ziehst einmal die Schultern hoch und tief. Meistens jetzt merkt man, dass es relativ schwer die Arme sind. Genau. Gib mal die Arme nach oben. Verknick mal die Finger und zieh dich zur Seite. Genau. Komm zur Mitte, zieh dich zur Seite zurück. Zur anderen Seite. Wieder zur Mitte. Schwing einmal ganz locker deine Arme. Komm leicht in eine Kniebeuge, schon ganz locker die Arme hin und her, das ist richtig angenehm. Sehr gut, schwingen. Einfach locker lassen. Gut atmen. Super. Sehr gut. Jetzt kommst mit den Armen nach oben, kommst in deinen Armkreis tief. Verkriegst die Finger, kommst nach oben. Zu deiner Brust kommst mit den Armen noch vor, Handflächen nach außen, guck, guck, und nach oben, aber du öffnest jetzt wieder, hoch, vor, hoch, zur Seite, genau, push dich in den Übungen mit einer guten Musik, hast du gleich viel mehr Power, einmal noch, hoch und locker lassen. Komm nach oben und lass dich fallen. Komm wieder hoch und lass dich fallen. Komm hoch und lass dich wieder fallen. Einmal noch hoch. Verklinke oben deine Finger. Komm zur Mitte. Jawohl. Bleibe kurz hier in deiner Mitte, atme tief ein und aus. Und jetzt darfst du deinen kräftigen Applaus geben, denn wir sind fertig. Jawohl. Ich bin mir sicher, du hast es wieder super genial gemacht. Ich wünsche dir viel Spaß weiterhin. Mal schauen, vielleicht folgen ja mehr Videos. Meine Kurshanteln liegen immer bereit. Und bleibst mal gesund, bleibst mal fit. Und ganz liebe Grüße von mir. Tschüss, Baba. Bye.
Viel Spaß beim Workout.